Jawohl! Von all den Damen, die wir jetzt schon vor der Kamera hatten, hat sie berechtigt das größte Lächeln. Sie hat auch den größten überhaupt. Pokal! Ja, Glückwunsch! Gesamtsiegerin, Bikini-Klasse, meine Herren! Was war denn da eben los? Ich weiß auch nicht, ich kann es auch noch nicht realisieren. Wolltest du nicht eigentlich heute nach Bochum kommen, um drüben das Fußballspiel zu sehen? Und jetzt hast du gedacht, machst du Gesamtsieg. Wie lange hast du dich vorbereitet? Also Diät habe ich angefangen Juni, Juli, aber eigentlich das ganze Jahr. Das ganze Jahr, weil der Coach das sagt, oder das ganze Jahr, weil man einfach auch gerne in Form bleiben möchte? Naja, ein Aufbau gehört ja auch dazu. Ja, definitiv. Und das gehört für mich mit zur Vorbereitung dazu und das ist eigentlich mit das Wichtigste. Also ist fast wichtiger als die Diät, weil in der Diät schaufelt man nur das frei, was man in der Diät im Aufbau schafft und formt. Da schaufelt man nur frei, ist auch geil, weil der Winter steht vor der Tür. Wo würdest du denn sagen, sind deine Schwächen? Wo wirst du als nächstes angreifen, um den Titel weiterhin zu verteidigen? Also natürlich im Posing kann man immer noch ein bisschen was feilen, auch wenn es jetzt, wo ich jetzt echt schon glücklich damit war. Aber da lege ich meine Latte auch selber einfach echt hoch. Und da werde ich auf jeden Fall noch weiter dran feilen, am Styling grundsätzlich. Po, bisschen Schultern, es gibt immer noch so ein bisschen was. War denn der Gesamtsieg dein Ziel heute oder war nach Klassensieg für dich schon das Ding gegessen und du warst happy? Also ich wollte auf jeden Fall natürlich in meiner Klasse gewinnen, aber für mich war schon, ich bin schon tatsächlich hergefahren und habe gedacht, ich will den Gesamtsieg. Aber dass ich es schaffe, hätte ich nicht gedacht. Ja, so ist es nun mal, ne? Kommt man her, man will das Ding, man kriegt das Ding. Wir wünschen dir weiterhin viel, viel Erfolg. Wir sind gespannt, wie es mit dir weitergeht. Und da passt natürlich eine Menge rein. Wir müssen aber noch warten, bis das Athletenbuffet eröffnet wird. Alles klar, bis nachher. Danke dir. Ciao. Danke.